Das System Erde, präsentiert von der Deutschen Geologischen Gesellschaft, Geologischen Vereinigung der DGGV. Die Videoreihe wendet sich an alle an geowissenschaftlichen Themen Interessierte, insbesondere Lehrerinnen und Lehrer an Schulen und natürlich Schülerinnen und Schüler. Sämtliche Videos und dazugehörige Webseiten mit Texten, Abbildungen und Vorlagen stehen Bildungseinrichtungen zur freien Nutzung zur Verfügung. Wir hoffen, dass Ihnen diese Videoreihe gefällt und würden uns über Kommentare sehr freuen. Hallo allerseits und willkommen zu einer weiteren Folge der Videoreihe zum System Erde. In diesem Video möchte ich mich erneut mit Spreizungszonen auseinandersetzen. Diesmal geht es um die Lage der Spreizungszonen im großen plattentektonischen Rahmen der sich bewegenden Platten. Also, wo befinden sie sich und wie verändert sich ihre Lage im Laufe der Zeit? Über allen anderen Videos auch möchte ich Sie auffordern, mir zu schreiben, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Meine E-Mail-Adresse ist auf der ersten Seite des Videos und auf der Webseite notiert. Bevor ich zu den Bewegungen an Spreizungszonen komme, möchte ich zunächst wenigstens ein paar geometrische Zusammenhänge erklären, die für die Lage von Spreizungszonen auf der Erdkugel von Bedeutung sind. In einem späteren Video gehe ich auf die Geometrie von Plattenbewegungen allerdings auch noch genauer ein. Hier möchte ich jetzt kurz den Unterschied zwischen relativen und absoluten Plattenbewegungen erklären und dann im Anschluss daran zeigen, dass die Lage der Spreizungszentren viel damit zu tun hat. Wir wissen ja, dass sich die Lithosphärenplatten auf der Asthenosphäre bewegen. Nordamerika zum Beispiel entfernt sich pro Jahr 2 bis 2,5 cm von uns. Aber welche Platte bewegt sich denn da eigentlich? Wenn wir uns das auf einer Kugel anschauen, ist das ja nicht so einfach zu sagen. Bewegt sich Amerika nach Westen und wir bleiben am Ort? Oder bewegen wir uns nach Osten und Amerika bleibt am Ort? Oder bewegen sich beide in verschiedene Richtungen? Wie verhält es sich damit? Wenn wir im mathematischen Sinne eine Bewegung beschreiben wollen, brauchen wir einen Bezug. Etwas bewegt sich von Punkt A nach Punkt B. Oder wir sagen, wir stehen am Ort A, und etwas bewegt sich von uns weg zu Punkt B. Das gilt natürlich genauso für die Plattenbewegungen. Wir brauchen, um Plattenbewegungen zu beschreiben, einen Bezugspunkt oder sagen wir besser ein Referenzsystem. Wenn ich sage, Amerika bewegt sich mit etwas mehr als 2 cm pro Jahr von uns weg, dann beziehe ich das auf die europäische Platte. Das heißt, Amerika bewegt sich relativ zu Europa um 2 cm nach Westen. Mein Referenzsystem ist in dem Fall Europa. Und ich beschreibe damit eine relative Plattenbewegung und die relative Bewegungsgeschwindigkeit zwischen diesen beiden Platten. Ich könnte mich dafür aber genauso gut in Amerika hinstellen und sagen, Europa bewegt sich relativ zu Amerika um 2 cm nach Osten. Es kommt auf dasselbe raus. Und dann kommt wieder die Frage, wer bewegt sich denn nun in welche Richtung? Denn wir sind ja auf einer Kugel. Schauen wir uns diesen Bewegungszusammenhang noch einmal an einem Spreizungszentrum näher an. Schematisch entspricht diese Abbildung hier ja ungefähr dem, was zwischen Amerika und Europa passiert. Zwischen den beiden Platten wird die in jedem Jahr entstehende Lücke von 2 cm mit neuer ozeanischer Kruste gefüllt. 1 cm davon gehört zu Amerika, 1 cm zu Europa. Der Spalt bleibt aber weiterhin in der Mitte der Spreizungszone. Denn die Spreizungsbewegung ist immer symmetrisch. Nur mal so zum Verständnis der Größenordnung, um die es hier in der Plattentektonik geht. Bei einer Spreizung von 2,5 cm pro Jahr wird in 1 Million Jahren immerhin schon ein 25 km breiter Streifen neuer ozeanischer Kruste gebildet. Das heißt, auf jeder Seite der Spreizungszone wachsen die Platten um einen Streifen von 12,5 km Breite. Wenn wir das hochrechnen, sind das bei 2,5 cm pro Jahr in 100 Millionen Jahren schon 2500 Kilometer. Und damit sind wir dann auch in den tatsächlichen und heute nachweisbaren Größenordnungen. Die ozeanische Kruste zwischen Europa und Nordamerika ist ungefähr 2400 Kilometer breit. Und wenn wir nun davon ausgehen, dass die Öffnung dieses Teils des Atlantiks so etwa in der mittleren Kreide vor knapp 100 Millionen Jahren begann, stimmt das ziemlich genau mit diesen Werten überein. So viel mal zu den Größenordnungen. Gehen wir zurück zu den Bewegungen an der Spreizungszone.
Wir können das gleiche Ergebnis, was wir eben schon angesehen haben, also 2 cm Spreizung, 1 cm neue Kruste auf jeder Seite, auch erzielen, wenn wir eine Seite als ortsfest betrachten. Wir wollen das jetzt mal hier machen, indem wir die rechte Platte fixiert halten. In diesem Fall verlagert sich die Spreizungszone und die linke Platte bewegt sich mit doppelter Geschwindigkeit weg, während die rechte eben fix bleibt. Der eigentliche Unterschied zwischen diesen beiden Modellen ist, dass wir im ersten Fall die Spreizungszone als ortsfest betrachten, während sie im zweiten Fall ihre Lage verändert. Und das ist vor allem im Blick mit auf die Mantelströmungen in der fließfähigen Asthenosphäre von großer Bedeutung. Denn es ist tatsächlich so, dass die Spreizungszonen eben nicht ortsfest sind. Ich werde das noch an einem sehr prominenten Beispiel zeigen. Um jetzt auf der Erdkugel wirklich bestimmen zu können, in welche Richtung sich eine Platte bewegt, brauche ich dafür ein Referenzsystem, das unabhängig von den einzelnen Platten ist. Da sich aber nun mal die Platten auf der Erdoberfläche in irgendeiner Richtung bewegen, taugt keine einzige der Platten weltweit für ein solches Referenzsystem. Was also können wir tun? Wir brauchen etwas, was von den Plattenbewegungen unabhängig ist und uns sozusagen Fixpunkte auf der Erdoberfläche bereitstellt. Und jetzt kommen die Hotspots ins Spiel. Das sind Fixpunkte, denn wir gehen davon aus, dass die Hotspots über viele Millionen Jahre am gleichen Ort bleiben, also ortsfest sind, und zwar in Bezug auf die Erdkugel. Ich werde auch das noch im Detail in einem späteren Video erläutern. Für jetzt soll reichen, dass wir die Hotspots als Referenzsystem nutzen können. Die Platten, das wissen wir, bewegen sich über die Hotspots hinweg, ne? Beispiel Hawaii, das wir auch später noch besprechen werden. Deswegen können wir mit Ihrer Hilfe die wirklichen Plattenbewegungen auf der Erde feststellen. Man spricht dann von den absoluten Plattenbewegungen im Unterschied zu den relativen. Generell können wir aus diesen Überlegungen heraus heute sagen, dass Spreizungszentren nicht ortsfest sind und ihre Lage von den absoluten Plattenbewegungen abhängen. In den allermeisten Fällen haben wir es mit symmetrischer Spreizung zu tun, das heißt, dass zu beiden Seiten des Spreizungszentrums gleich breite Streifen neuer ozeanischer Kruste gebildet werden. Ich werde am Beispiel der Spreizung zwischen Südamerika und Afrika zeigen, wie sich die Platten voneinander wegbewegen, die sich dabei aber anders verhalten, als man das vielleicht erwarten würde und wie es oft auch im Internet und in manchen Animationen gezeigt wird. In dieser Abbildung hier sind in weiß die relativen Plattenbewegungen zu sehen. Also zum Beispiel die schon erwähnten 2 cm oder etwas mehr als 2 cm zwischen Europa und Nordamerika oder die 3,4 cm zwischen Südamerika und Afrika. In Gelb sind die absoluten Plattenbewegungen zu sehen, die dann natürlich immer für die Platte als Ganzes gelten und nicht nur an den jeweiligen Plattengrenzen, wie bei relativen Plattenbewegungen. Man sieht auch, dass die relativen Plattenbewegungen in ein und derselben Platte durchaus unterschiedlich sein können. Hier zum Beispiel die indisch-australische Platte, die sich vor Java mit etwa 8 cm auf Eurasien zubewegt. Am Himalaya sind das aber nur noch 5 cm. Das hängt mit der Kugelform der Erde zusammen und auch das werde ich in einem weiteren Video zur Geometrie der Bewegung noch näher erläutern. Afrika, das sieht man hier an diesem kleinen grünen, an diesem kleinen gelben Pfeil, Afrika bewegt sich sehr langsam nach Norden, gerade mal einen halben Zentimeter. Südamerika dagegen mit einer deutlich größeren Geschwindigkeit, 3,4 Zentimeter nach Westen. Die Spreizungsgeschwindigkeit in der Mitte des Atlantiks ist ungefähr gleich groß und das hat seinen Grund. Denn die afrikanische Platte kann man mehr oder weniger als ortsfest betrachten, wie in dem schematischen Beispiel, was wir gerade gezeigt haben. Und das sehen wir uns jetzt mal in einem kurzen Videoclip an. In diesem Videoclip ist die Öffnung des Südatlantiks zwischen Afrika und Südamerika modellartig gezeigt. Der Südatlantik öffnete sich vor etwas mehr als 110 Millionen Jahren und seitdem driftet die südamerikanische Platte nach Westen. Und zwar mit Bezug auf das eben erklärte Hotspot-Referenzsystem. Das heißt, das, was hier dargestellt ist, ist die absolute Plattenbewegung. Die afrikanische Platte blieb, das kann man hier auch erkennen, in etwa ortsfest. Sie driftete nur ein bisschen nach Norden, aber auf jeden Fall nicht nach Westen. Und daraus ergibt sich dann die sich kontinuierlich verändernde Lage des Spreizungszentrums. Das verschiebt sich nämlich in diesem Fall ebenfalls nach Westen, allerdings nur halb so schnell wie die Westdrift der südamerikanischen Platte. Das ist genau das gleiche Prinzip wie das, was ich vorhin im Modell gezeigt habe.
Die Spreizung ist relativ gesehen symmetrisch. Mit Bezug auf die Spreizungszone bewegen sich die Platten mit der jeweils gleichen Geschwindigkeit voneinander weg. Wenn wir uns auf eine Seite der Spreizungszone stellen würden, müsste es egal welche Seite, könnten wir erkennen, dass sich die andere Seite mit 2 cm von uns wegbewegt. Aber mit Bezug auf das Hotspot-Referenzsystem bewegt sich nur die südamerikanische Platte, während Afrika in etwa ortsfest bleibt und nur ein wenig nach Norden driftet. Wie solche Spreizungszonen funktionieren und wie sich ihre Lage immer wieder ändert, lässt sich modellartig sehr schön in einem aktiven Lavasee beobachten. Ich zeige hier mal ein Zeitraffer-Video, das über die Webseite des United States Geological Survey USGS abrufbar ist. Ich habe das Video auf der Webseite verlinkt. Man kann es sich also auch noch unabhängig von diesem Video und auch qualitativ besser ansehen. In diesem Video, das 2016 im Halemaumau-Krater des Kilauea auf Hawaii aufgenommen wurde, sieht man die sich öffnenden roten Spalten, aus denen flüssige Lava austritt. Zu beiden Seiten erkaltet sie und wird schwarz, deswegen kann man das so schön sehen. Man sieht aber, wie die Spalten, die wir als Modell für die Spreizungszonen heranziehen, bewegen. An den Spalten kommt das heiße Material nach oben, wie an den mittelozeanischen Spreizungszonen, und man sieht hier einfach sehr schön, wie sich diese Spalten verlagern. Sie sind nicht ortsfest und sie bewegen sich mal langsamer, mal schneller, aber, und das ist eben das Wesentliche, was man hier sehen kann, sie verändern ständig ihre Lage. Genauso muss man es sich halt auf geologische Zeiträume von vielen Millionen Jahren übertragen, mit den mittelozeanischen Spreizungszonen vorstellen. Natürlich kann man nicht alles, was hier passiert, eins zu eins mit den Plattenbewegungen gleichsetzen, aber obwohl man hier an den Rändern auch so etwas wie Subduktion beobachten kann, aber für den Mechanismus der Spreizungszonen und deren wechselnde Lage ist das schon ein außerordentlich eindrückliches und für mich durchaus überzeugendes Modell. Hier zeige ich nochmal ein Foto desselben Lavasees. Hier im Lavasee kommt die Lava unter diesen roten Spalten nach oben und die erkaltende Lava, die dann natürlich schwarz wird, wie gesagt, driftet von der Spalte weg. In dem brodelnden Lavasee sind kleine Konvektionszellen unter diesen Spalten, in denen die Wärme nach oben transportiert wird. Ich habe das hier mal in einer Skizze angedeutet, wie man sich das vorstellen kann. Unter der abgekühlten und dann festen Lavadecke brodelt die flüssige Lava und durch die Wärmeabgabe entstehen Konvektionsströme. Nach unten gehen die Ströme an den Seiten, so wie wir es eben im Video gesehen haben. Und dann kommt sie an verschiedenen Stellen wieder nach oben und treibt die einzelnen Lavastücke auseinander. Die können natürlich nicht ortsfest bleiben, denn wenn hier an einer Spalte neue Lava nach oben und dann nach außen dringt, drückt es die daneben liegenden Spalten weg. Deswegen sehen wir da so eine starke Seitwärtsbewegung der Spalten auf dem Lavasee. So, das soll zunächst mal für die Plattenbewegungen an Spreizungszonen genügen. Ich werde mich im nächsten Video mit den magnetischen Streifenmustern an Spreizungszonen beschäftigen, die uns ja etwas über die symmetrische Neubildung ozeanischer Kruste verraten. Für dieses Mal danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Ich empfehle die Fortsetzung mit dem Video zur Entstehung der magnetischen Streifenmuster.